Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Siebzehnter Auerbacher Autofrühling mit Premiere. GGZ-Treppenlauf geht in die fünfte Runde und Nachtwächtergilde gratuliert zum Zwickauer Stadtjubiläum. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Herzlich willkommen zu Tagaktuell. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. So schön sich mancher Fluss auch durch die Landschaft schlängelt, schon seit Gedenken bedarf es hier und da einer Stelle, von einer Seite auf die andere zu gelangen. Die Zeiten, dies per Furt zu machen, sind lange vorbei. Per Fähre lohnt es sich nur bei ganz breiten Strömen. Die Zwickauer Mulde zu überwinden, passiert ausschließlich über Brücken. In Schlunzig war jetzt Start für einen Ersatzneubau. Welche ungeheure Kraft auch das Wasser der Mulde insbesondere bei Hochwasser haben kann, wissen die Zwickauer nicht erst seit 1954. Unzählige Schäden in der Landschaft an Gebäuden und Bauwerken sind danach meist zu beklagen. So auch an der Brücke zwischen dem Zwickauer Ortsteil Schlunzig und Wernsdorf. Das 1964 entstandene Bauwerk hatte beim letzten schweren Hochwasser vor 5 Jahren sprichwörtlich einen Volltreffer abbekommen. Am Montag begannen die Arbeiten für den Ersatzneubau. Das Was und Wie des Brückenbaus fasste Landrat Christoph Scheurer vor Ort kurz zusammen. Nach längerer Zeit, in der ja nun seit 2016 mit Verkehrseinschränkungen hier auf der Schlunziger Muldenbrücke gelebt werden muss, gibt es eine Lösung, die sich abzeichnet, wie das mal zukunftssicher aussehen soll dazu. Das Hochwasser 2013 hat die Brücke schlussendlich so geschädigt, dass es wirtschaftlich nicht wieder herstellbar ist und dass der Neubau die wirtschaftlichere Lösung für alle und auch die zukunftssichere Lösung ist. Wir bekommen diese Baumaßnahme dankenswerterweise vom Freistaat Sachsen aus den Hochwassermitteln 2013 komplett gefordert. Das sind etwa 7 Millionen Euro, die hier hineinfließen werden. Wir hoffen, dass wir im November 2019 fertig sind. Und wir werden in dieser Zwischenzeit dann hoffentlich auch weitestgehend ohne Sperrung des Verkehrs hinkommen. Derzeit vorgesehen sind etwa 6 Wochen. In denen mal eine Totalsperrung dieser Straße notwendig sein wird, nämlich dann, wenn neue Brücke und alte Straße aneinander angeschlossen sein werden dazu. Mit der neuen Schrägseilbrücke zieht unmittelbar neben dem VW-Werk auch architektonisch die Moderne in die ländliche Idylle ein. Am Ende wird das Projekt samt notwendigem Straßenneubau 372 Meter lang sein, die Brücke selber 90 Meter. In der Nähe der späteren Mittelstütze erfolgte am Montag der erste Erdaushub. Landrat Dr. Christoph Scheurer ließ es sich nicht nehmen, selbst Hand, besser gesagt Baggerschaufel anzulegen. Nun bleibt zu hoffen, dass es keine großen Unwegsamkeiten im Bauablauf geben wird. Gebaut wird in der Regel montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr. Dass dieser zwar im ländlichen Raum gelegene Verkehrsweg trotzdem von enormer Wichtigkeit ist und damit mehr als notwendig geworden war, unterstrich der Landrat noch einmal eindeutig und prägnant. Eine Maßnahme, die verkehrsmäßig für die Stadt Zwickau wichtig ist, für die Stadt Glauchau wichtig ist. Und wenn wir hier an der Straße stehen, merken wir ja jetzt schon, wie viel Durchgangsverkehr auf dieser Verbindungsstraße eigentlich ist. Also es ist eine unserer wichtigeren Maßnahmen dazu. Zurück zur Kraft des Wassers. Da der Bau komplett mit Fördermitteln des Hochwasserschutzprogramms umgesetzt wird, kann auch davon ausgegangen werden, dass zumindest die Brücke derartigen Naturgewalten trotzen kann. Am vergangenen Samstag ging in Auerbach zum 17. Mal der Auerbacher Autofrühling über die Bühne. 22 Autohäuser präsentierten an diesem Nachmittag an die 140 Fahrzeuge den interessierten Besuchern und es gab eine Premiere, die nicht nur den Stadtsprecher zufrieden machte.
Ich bin sehr zufrieden, denn wir haben heute eine Premiere. Es ist der 17. Autofrühling, aber es ist der erste, wo wir wirklich Frühlingswetter haben. In den 16 Jahren zuvor war nur Regen, Schnee und das war immer nicht so richtig der Autofrühling. Das erste Mal bei wunderbarem Frühlingswetter. Man konnte fast schon von sommerlichen Temperaturen sprechen. Gegen 13 Uhr präsentierte sich der Neumarkt noch recht übersichtlich. Doch das änderte sich am Nachmittag zunehmend. Den Weg in die Drei-Türme-Stadt fanden nicht nur Autointeressierte. Es ist ja eine Aktion des Auerbacher Gewerbevereins und die soll natürlich vor allen Dingen das gewerbliche Leben in unserer Stadt mobilisieren. Das heißt also, wir haben heute nicht nur hier über 140 nagelneue Fahrzeuge da von verschiedenen Autoherstellern, sondern auch alle Geschäfte der Innenstadt sind geöffnet. Wir bieten verschiedene Aktionen, die Händler haben sich da immer was einfallen lassen und das ganze Ding läuft eigentlich unter kommunaler Wirtschaftsförderung. Wenn es den Händlern dieser Stadt gut geht, dann geht es auch der Stadt gut. Alle Gäste fühlten sich an diesem sonnigen Samstagnachmittag wohl. Ganz einfach aus dem Grund, weil das Angebot so bunt war. Selbst Teenager folgten ihren Eltern an diesem Tag bereitwillig ins Auerbacher Zentrum. Der Grund dafür war der Auftritt von Selina Tula-Soglu, bekannt unter anderem durch die Sendung The Voice Kids. Sie begeisterte mit ihrer Band nicht nur die jüngere Generation, sondern auch die etwas reiferen Jahrgänge. Eine Stunde dauerte das Konzert und damit war das Programm auf der Bühne noch lange nicht zu Ende. Natürlich stand neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm am vergangenen Samstag des deutschen Liebstes Kind, das Auto, im Mittelpunkt der Veranstaltung. Stellvertretend für alle Marken bzw. Autohäuser haben wir uns bei Citroën Auerbach Autohaus Fröbelplatz nach einem der neuen Modelle erkundigt. Unser neues Modell ist der C4 Cactus, die Kompaktlimousine. Besonderheit an dem Fahrzeug ist, wie der Werbespruch schon ist, Komfort ist die New Cool. Und zwar hat er ganz besondere Sitze, nennt sich Advanced Komfortsitze, die angelehnt sind an Möbeldesign und ein besonderes Fahrwerk, Advanced Komfort Fahrwerk, was sehr komfortabel ist und Wellen und Schlaglöcher besser wegbügelt als ein konventionelles Fahrwerk. Besonders markant beim C4 Cactus ist der seitliche Anprallschutz. Er ist aber jetzt bei diesem Fahrzeug etwas dezenter und kleiner gehalten, was meiner Meinung nach von der Optik sehr viel bringt für das Fahrzeug. Dadurch hat man eine klare Linienführung und nicht diese großen Airbumps, die schon sehr auffällig waren. Das Auto ist auch vom preislichen sehr interessant. Sie können das Fahrzeug leasen monatlich für 155 Euro ohne Anzahlung. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie vorbei bei uns, Autohaus Fröbelplatz, Fröbelstraße 13. Begrüße Sie gerne zur Probefahrt und würde Ihnen ein Angebot erstellen. Ein Angebot ganz anderer Art machte am Nachmittag die Auerbacher Feuerwehr und ihre benachbarten Wehren. Stell dir vor, es brennt und keiner löscht, deshalb hilf mit. Mit diesem Transparent warben die Floriansjünger dringend um Nachwuchs. An dieser Stelle unser Dank an die Auerbacher Feuerwehr. Sie ermöglichten uns einen grandiosen Überblick. Kaum, dass wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, begann auf der Bühne ein weiterer beliebter Programmpunkt. Verschiedene Auerbacher Geschäfte präsentierten in einer spritzigen Modenschau die aktuelle Sommermode. Der Auerbacher Autofrühling war aber nur ein Highlight im laufenden Kalenderjahr der Stadt Auerbach. Ja, der Autofrühling ist immer so der Start in die Open-Air-Saison. Das nächste wird sein Anfang Mai, der Auerbacher Blumenmarkt. Der ist auch hier auf dem Neumarkt. Dann haben wir noch eine Premiere. Und zwar werden wir unser Open-Air-Gelände oben an der neu gebauten Turnhalle am Schlossberg einweihen. Am 30. Juni gibt es da mit der Vogtlandphilharmonie die ABBA-Klassik.
ein Open-Air-Konzert für etwa 2000 Zuhörer eignet sich dieses Freigelände. Ja, und dann kommt natürlich gleich unser Auerbacher Altmarktfest Anfang August, das erste Augustwochenende. Das geht dieses Jahr das 25. Mal über die Bühne. Das wird ein großes Ding. Und dann Mitte August kommt der Auerbacher Töpfermarkt, dann kommen die Kirmesfeierlichkeiten und im September, Ende September, haben wir wieder die Auerbacher Einkaufsnacht. Und dann sind wir schon wieder in Weihnachten. Also da sage einer im Vogt, dann ist nichts los. Ja, das ist richtig. Es wird immer sehr viel auf die Beine gestellt hier in dieser kleinen Stadt. Wir sind immerhin doch eine kleine Stadt mit knapp 19.000 Einwohnern. Aber dank des Gewerbevereins Wir in Auerbach, so heißt der, wird immer eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Macht viel Arbeit, macht viel Spaß, bringt unterm Strich auch etwas. Bleibt zu hoffen, dass bei allen genannten Veranstaltungen die Sonne genauso lacht wie beim 17. Autofrühling. Applaus für unsere Models! Für viele Menschen ist es bereits im Alltag mühsam, Treppen zu steigen. Wie viel Kraft und Kondition es aber braucht, um in Rekordzeit 166 Treppenstufen über 10 Etagen zu bewältigen, das zeigten die Teilnehmer beim 5. GGZ-Treppenlauf, der am vergangenen Sonntag in Marienthal über die Bühne ging. Nach einem Jahr Pause ging der Zwickauer Treppenlauf am Sonntag in seine 5. Auflage. Wie gewohnt um 10 Uhr nahm der erste Läufer, in diesem Fall Claudia Becker aus Königs Wusterhausen, die 166 Stufen in Angriff. Der 5. Zwickauer GGZ-Hochhaustreppenlauf war auch diesmal wieder Wertungslauf für die Tower Running Germany, der deutschen Meisterschaft für Treppenläufer. Neben Nennungen aus ganz Sachsen kamen Teilnehmer aus Thüringen, Berlin, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in die Muldestadt. Eine Idee, die sowohl Profis wie Volks- und Hobbysportler vereint. Na, die Idee war geboren, als man darüber nachgedacht hat, dass dieses Hochhaus, dieses Marienthaler Hochhaus, seinen 50. Geburtstag hatte. Und wir uns überlegt haben, was könnte man dann da tun, um dieses Gebäude irgendwie auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bekommen. Es hat dann noch zwei, drei Jahre gedauert, ehe wir den 50. Geburtstag quasi nachgefeiert haben. Aber wie gesagt, die Idee war eigentlich, mit diesem Treppenlauf dieses Hochhaus ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist gelungen. Insgesamt haben diesmal 106 Läufer teilgenommen. Gewertet wurde in 13 Altersklassen. Jeder Teilnehmer erhielt eine Finisher-Medaille, die ersten drei in jeder Wertung, zudem einen Pokal- und Sachwertpreise. Die bis dato gültigen Bestzeiten wurden diesmal nicht geknackt. Auch konnten die Sieger des 4. Treppenlaufes in der Gesamt- bzw. weiblichen und männlichen Wertung ihren Titel nicht verteidigen, sicherten sich allerdings einige Altersklassensiege. Ganz oben auf dem Treppchen stand bei den Damen Andrea Falke vom SV Vorwärts Zwickau. Bei den Herren war es Lars Migge von Kreisper Luxemburg, Tower Running Germany. Neu dieses Jahr war der Teamwettbewerb. Unter dem Motto 900 Jahre Zwickau, 900 Hochhaustreppen wurden dazu je 5 Läufer eines Vereins unabhängig von Alter und Geschlecht gewertet. Deren Zeiten wurden am Ende addiert und ein vorher bestimmter Athlet musste zusätzlich 70 Stufen laufen. Eine Aktion, an der sich 4 Teams beteiligten und die für die Zukunft einiges offen lässt. Also wir haben natürlich diesen Teamwettbewerb aufgrund der 900 Jahre ins Leben gerufen mit diesen 900 Stufen. Wir werden mal sehen, wie es läuft. Wir werden darüber nachdenken, ob wir diese Kategorie weiterführen. Auch wenn die 900 Jahre dann vorbei sind. Aber ich glaube, auch mit dem Zuge der Vergleichbarkeit könnte man diese Kategorie auch weiterführen, auch wenn die Stadt dann 901 oder 902 Jahre ist. Etwas verwunderlich, unter den Profi-, Freizeit- und Spaßläufern war diesmal nicht ein einziger Vertreter aus dem Vogtland, obwohl die in den vorangegangenen Läufen stets auf dem Podest gelandet waren. Sie sind demzufolge auch nicht in den Siegerlisten zu finden, die auf den Webseiten des SV Vorwärts Zwickau und von my4.raceresult.com nachzulesen sind. Werbung. Unser Tipp aus dem Festprogramm. Erleben Sie vom 1. bis 5. Mai außergewöhnliche Momente während der Festwoche. Das Festival of Lights lässt Zwickau in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. Und am 5. Mai entführt die Museumsnacht in andere Welten. Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.900jahre-zwickau.de. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und
Das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Genießen Sie Konzerte der Extraklasse auf der Seestern-Panoramabühne direkt am Zeulenroder Meer. Vor unseren 999 überdachten Sitzplätzen geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Radio Doria mit Jan-Josef Liefers, die Münchner Freiheit, Toni Marschall und Söhne, die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach, Rolf Zukowski und die Tramcats Big Band und vieles mehr. Saisoneröffnung am 7. Mai mit dem Musical Hair. Sounds of Hollywood am 20. Mai. Das Konstantin-Wecker-Trio am 9. Juni. Tickets für die Seestern-Panoramabühne erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Bio-See-Hotel Zollenroda. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil hier wirklich alles stimmt, weil die Mitarbeiter freundlich und kompetent sind und weil man für sein Geld auch ordentlich was bekommt. Nicht nur Trinken ist im Preis mit inbegriffen, sondern genauso Sauna und es haut einfach alles hin. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Die Johanniter sind auch in Zwickau für Sie da. Lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen. Ob Unterstützung durch den ambulanten Pflegedienst oder in der Hauswirtschaft, bei Fahrdiensten oder mit den verschiedenen Notrufdiensten wie dem klassischen Hausnotruf. Bei den Johannitern bekommen Sie Angebote ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Lassen Sie sich beraten in unserem Servicepunkt in Zwickau-Marienthal in der Jakobstraße 36. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWO-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWO-Bau. Bei uns wohnt die Zukunft. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Es gibt wohl derzeit kaum ein größeres Problem für Unternehmen als der Fachkräftemangel. Eine wichtige Zielgruppe bei der Suche bilden dabei Rückkehrer. Menschen, welche die Region verlassen haben und vielleicht sogar mit dem Gedanken spielen, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Die Wirtschaftsförderung Zwickau bietet bei der Suche Unterstützung an und veranstaltet bereits zum 2. Mal eine Rückkehrerbörse. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet diese Veranstaltung diesmal am 27. Dezember in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Unternehmen können sich ab sofort im Rathaus anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Zu einem Bürgerdialog lädt der Werdauer Oberbürgermeister morgen Abend in die Stadthalle Pleißenthal ein. Schwerpunktthema
ist der Erhalt des Hallen- und Freibades Weberlu. Seitdem der Stadtrat zur Rettung der Einrichtung die Grundsteuer erhöht hat, schlagen die Wogen vor allem bei Hausbesitzern hoch. Neben Oberbürgermeister Stefan Czarnecki wollen sich der Geschäftsführer Stadtwerke Werdau und der Sport- und Freizeit GmbH Steffen Pause sowie die Geschäftsführerin der Gebäude- und Grundstücksverwaltung Werdau Ines von Müller den Fragen der Bürger stellen. Beginn der Veranstaltung ist 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Einmal im Jahr findet der sogenannte Girls' Day und mittlerweile auch ein Boys' Day statt. Ein Tag, an welchem Schülerinnen in typische Männerberufe und Schüler in typische Frauenberufe schnuppern können. Unter den Teilnehmern ist auch wieder die Agentur für Arbeit Plauen. Im Berufsinformationszentrum Neundorfer Straße 70 bis 72 gibt es am Donnerstag eine Infoveranstaltung für interessierte Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse. Wir suchen Menschenkenner, entdecke den Berufsalltag in der Arbeitsagentur, lautet ab 9.30 Uhr das Motto. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Vorbereitungen auf das 900-jährige Stadtjubiläum gehen allmählich in ihre heiße Phase. Die ersten Gratulanten machten dem Geburtstagskind bereits am vergangenen Wochenende ihre Aufwartung. Vom 20. bis 22. April führte die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren e.V. in Zwickau ihr traditionelles Jahrestreffen durch. Neben der turnusmäßigen Mitgliederversammlung und dem Wiedersehen der Gewandeten stand natürlich das Kennenlernen der Stadt und die eigene Präsentation im Mittelpunkt. Besucher des interkulturellen Festes auf dem Zwickauer Hauptmarkt staunten am Samstag nicht schlecht, als vor dem Rathaus plötzlich eine illustre Schar von historisch gewandter Gestalten auftauchte. Die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren war auf Einladung der Oberbürgermeisterin nach Zwickau gekommen, um der Stadt ihre Aufwartung zum 900-jährigen Jubiläum zu machen. Ein echter Berggeist war ebenfalls darunter. Aus dem Weserbergland komme ich, weit, weit weg. Da wohne ich in den Höhlen. Aber ich gehöre zu den Nachtwächtern, weil wir nicht nur Nachtwächter aufnehmen, sondern auch Türmer und Figuren. Und darum gehöre ich dazu. Ich habe damals vor 14 Jahren die Gilde mitgegründet. Wir haben mit 11 Personen angefangen. Jetzt sind wir 211. Der Sündelgeist gehört zum Weserbergland wie Rübezahl zum Riesengebirge. Ich bin genau wie Rübezahl ein Bewacher unseres Berges. Ich gehe rum, passe auf. Ich könnte euch Geschichten erzählen, vor allen Dingen mit meinem Zauberstab, was ich da alles mit meiner Zauberwurzel, was ich da alles schon erlebt habe. Mit den Tieren, aber auch mit Menschen. Und wenn ihr manches Mal so durch die Gegend geht und denkt, Donnerwetter, wo muss ich denn lang? Und dann kommt euch die Erleuchtung, ja, dann war das wieder ein Geist, der euch geholfen hat. Und so mache ich das bei uns im Weserbergland auch. Gemeinsam mit den anderen Figuren, Türmern und Nachtwächtern wurde der Berggeist anschließend von der Oberbürgermeisterin im Rathaus empfangen. Von Pia Findeis bekamen die Gäste einen kurzen Abriss über die wichtigsten Ereignisse aus der 900-jährigen Stadtgeschichte. Angefangen von Bertha von Greutsch über die Wiege der Reformation bis hin zum Steinkohlebergbau. In der Muldestadt gab es früher ebenfalls einen Nachtwächter. Heute schlüpft Christian Brettschneider in die Rolle und führt Gäste durch die Stadt. Am Wochenende waren es seine Kollegen von der Gilde, die nicht nur aus Deutschland angereist sind. Alle die gekommen sind, und die sind ja gekommen vom Niederrhein ganz oben bis nach Österreich, von Görlitz bis nach Bonn, quer durch und weiter weg. Jawohl, also bisher einhellige Zustimmung. Zwickau ist wunderschön. Es war richtig und gut, dass wir gesagt haben, wir gehen nach Zwickau. Und wir haben es gerade noch mal der Oberbürgermeisterin gesagt. Sehr gut, damals diese Idee bereits vor 3 Jahren geboren. 900 Jahre Zwickau und wir wollten alle dabei sein.
Am Ende waren es ca. 75 Teilnehmer, die sich zum Fototermin vor dem Rathaus in Positur stellten und geduldig ausharrten, bis jeder seinen Schnappschuss im Kasten hatte. Anschließend ging es gemeinsam aber auf zwei getrennten Routen durch die Stadt. Wo sich die Teilnehmer, die heute hier mitgekommen sind, präsentieren, vorstellen, über ihre Region, ihre Städte berichten. Und kräftig in ihre mitgebrachten Hörner bliesen. In diesem Jahr kamen die Zwickauer in den Genuss des außergewöhnlichen Spektakels. 2019 trifft sich die Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türme und Figuren dann in der Mozartstadt Wien. Um die Bedeutung der Demokratie für unsere Gesellschaft geht es am Donnerstag bei einer Veranstaltung des SPD-Ortsvereins Zwickau-West. Diskutiert werden Fragen wie: Verliert die Demokratie weltweit an Bedeutung? Ist sie in einer Krise? Ist es wirklich die beste Staatsform? Gäste sind Thea und Bruno Johansson, Autoren des Buches Spielregeln der Gesellschaft. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Julius-Seifert-Haus in der Talstraße 10a. Der Eintritt ist frei. In der Landkreisgalerie des Werlauer Verwaltungszentrums wird am Donnerstag um 18 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Unter der Überschrift Querschnitt zeigt die Designerin und Malerin Helene Isolde Rossner einen ebensolchen aus ihren Arbeiten. Die Ausstellung in der Königswalder Straße 18 ist bis zum 6. Juli zu den Öffnungszeiten des Verwaltungszentrums zu sehen. Werbung. Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 5. Mai, zum Abschluss der Festwoche 900 Jahre Zwickau. Seien Sie dabei, wenn die Museen der Stadt ihre Pforten öffnen. Mit einem stadtgeschichtlich spannenden Programm von A wie Auto bis Z wie Zwickauer Persönlichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen Kunstsammlungen, Robert-Schumann-Haus, Ratsschulbibliothek, Priesterhäusern, Galerie am Domhof, Theater oder August-Horch-Museum. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht mit Shuttleverkehr für einen entspannten Abend. Die Museumsnacht am 5. Mai von 18 Uhr bis Mitternacht. Dein Leben ist hektisch genug. Die neue Kompaktlimousine Citroën C4 Cactus mit Citroën Advanced Comfort Federung. Ab 155 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Mit 2:4 hat der FSV Zwickau am Montag zu Hause gegen den Karlsruher SC verloren. Trotz eines engagierten Auftritts sind die Rot-Weißen damit schon seit 8 Spielen ohne Sieg. Nach einem 0:2 Rückstand sorgte Fabian Eisele für den Anschlusstreffer. Postwendend kam der Aufstiegsaspirant aber noch zu 2 weiteren Toren. Das 2:4 durch Toni Wachsmuth war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Unterdessen hat sich Oberbürgermeisterin Pia Findeis bei den Fans des FSV für die Geburtstagsgrüße zum Stadtjubiläum bedankt. Die Anhänger des Drittligisten ließen sich gestern Abend eine ganz besondere Aktion einfallen. Sie bildeten im Fanblock eine große 900 in den Stadt- und Vereinsfarben. 2 Banner mit den Wünschen: Alles Gute Zwickau und Bleib so wie du bist,
ergänzten die Aktion. Zu sehen waren außerdem Bilder von Max Pechstein und Robert Schumann. Eine sehr schöne und gelungene Aktion und eine tolle Werbung für unsere am 1. Mai beginnende Festwoche 900 Jahre Zwickau, freute sich Findeis, die selbst im Stadion war. Mit Platz 12 sicherte sich der Oberlungwitzer Motorradpilot Max Kappler im niederländischen Assen die nächsten 4 Meisterschaftspunkte. Damit belegt der 20-Jährige den 16. Gesamtrang in der SSP 300 World Championship Wertung. Dass beim Rennen am Sonntag keine bessere Platzierung heraussprang, lag an den Getriebeproblemen seiner Maschine, mit denen der WM-Debütant zu kämpfen hatte. Am kommenden Wochenende geht Max Kappler bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Oschersleben an den Start. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Mittwoch beginnt freundlich, später kommen Wolken auf, die nachfolgend zu Schauern führen. Bei Werten zwischen 11 und 18 Grad weht ein teils kräftiger Westwind. Hier sind die Wetteraussichten bis Samstag. Wechselhaftes und recht windiges Aprilwetter erwartet uns in den kommenden Tagen. Regen, Wolken, Sonne, von allem ist etwas dabei. Die Luft kühlt sich vorübergehend etwas ab. Am Samstag werden dann aber wieder Temperaturen bis 20 Grad erreicht. Werfen wir noch einen Blick auf den Pollenflug in der Region. Morgen ist ein mäßiger Flug von Birkenpollen und weiteren Baumpollen angesagt. Alles geht einmal zu Ende. So auch unsere Sendung. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Morgen sind wir wieder für Sie da, wenn es heißt Tagaktuell bei TV Westsachsen. Bis dahin, machen Sie es gut.